Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Bermuda Lost Survival. So, im letzten Part haben wir uns hier einen Grill aufgestellt, können Wasser herstellen. Eigentlich geht es uns soweit ganz gut. So, allerdings habe ich euch schon mal die Map gezeigt. Die ist noch gar nicht so groß, aber sie wird offensichtlich ziemlich groß. Und man kann sich ja angeblich kleine Bötchen bauen. Und das würde ich jetzt gerne machen, damit wir mal hier in das nächste Gebiet reisen können. Und ich habe jetzt hier so ein bisschen geguckt und ich vermute, dass ich dafür... Wo ist es? Wahrscheinlich nicht hier, sondern hier. Bist du hier? Das hier brauche, oder? Dock. Also 20 Planks, 20 Sticks und 10 mal Scrap Metal. Naja, so viel fehlt uns ja gar nicht. Gut, dann ab unter Wasser. Ich würde am liebsten... Ja, zu irgendeinem... Ja, da hinten. Zu so einem Wrack hingehen. Denn, ja, ich denke, da kriegen wir am besten Zeug hier. Also Planks, glaube ich, haben gar nicht so viele gefehlt. Sticks haben halt mal wieder gefehlt. Oder war das umgekehrt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich nehme jetzt auf jeden Fall mal hier 10 Sticks mit. Ich sollte mal echt mal merken, wie viel ich von dem Zeug brauche. Das wäre wirklich ein Vorteil. Das große Problem, was ich in dem Spiel gerade sehe, also ich habe jetzt die drei Parts, also die zwei Parts, die es schon gab, plus den Part, den ihr gerade seht, die habe ich jetzt am Stück aufgenommen. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass es keine Speichermöglichkeit gibt. Das heißt, ich ziehe das jetzt hier eiskalt durch in mehreren Parts oder ich muss von vorne anfangen. Tja, das ist jetzt die große Frage. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Updates. Daher denke ich, lasse ich es jetzt dann, insofern ich heute ein Boot gebaut kriege, bei 3 oder 4 Parts und hoffe, dass das nächste Upgrade bald kommt. Sie haben es versprochen. Ich glaube sogar, dass sie gesagt haben, die Woche kommt noch was. Daher, wäre eine Überlegung wert, das dann dabei zu belassen. Okay, ich sollte dringlichst, und ich sage, wiederhole, dringlichst, an die Luft gehen. Ich glaube, ich werde ertrinken. Das ist mir bisher in dem Game auch noch nicht passiert. Gut, ich werde nicht ertrinken. Das war Skill, Leute. Purer Skill. Ja, auf dem Heimweg nehmen wir hier noch ein bisschen Wasser mit. Ein paar Salty Nuts. Und ich bin gespannt, ob sie auch irgendwo mal so Inseln einbauen. Also quasi so im Sinne von Stranded Deep. Da bin ich echt neugierig. Was Stranded Deep fand ich eigentlich auch gar nicht schlecht an und für sich. Aber da ist halt nicht mehr viel wirklich passiert, was ich schade fand. Daher. So, Saltwater und ihr Trinkwasser. Machen wir mal hier den Spaß. Run. Und ich hoffe, ich habe jetzt genug. Schaut gut aus. Schaut gut aus, Leute. Dann nehmen wir uns das Ding doch mal mit. Und... Okay, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Use. Da kann ich nichts... Da kann ich nichts usen. Aber hier kann ich auf jeden Fall was usen. Dann Raft! Ich sagte es doch. Das geht hier. 20 Planks, 20 Ropes und 10 Sticks. Okay, ich glaube, ich habe so gut wie gar nichts mehr. Ich habe noch 6 Planks und 11 Sticks. Die Seile hätte ich, glaube ich, sogar. 20 Ropes waren es. Ich glaube, es war 20, 20, 10. Oder? 10 Sticks und 20, 20, 10. So war das genau. Gut, das heißt, ich brauche noch 4 Sticks. Einen guten Schwung. Planks noch. Und ich würde halt gerne upgraden. Ich würde halt gerne wirklich
mal hier leveln, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich habe vorhin tatsächlich mal ganz kurz nachgeguckt, ob das irgendwo steht. Also ich bin jetzt nicht der Einzige, der das Problem hat. Vielleicht ist es noch nicht implementiert. Könnte sein. Ich vermute mal, dass es irgendwann mal was mit diesem Hirn hier zu tun haben wird. Dass man hier so sieht, an der rechten Seite. Aber... ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich weiß es einfach nicht. Es kommt schon... ich kann doch jetzt nicht sein, dass ich hier schon alle Planks weggelutscht habe. Also hier hatten wir keine mehr, das weiß ich. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Scrap Metal. Vielleicht auch eine Idee. Ne, gehen wir erstmal nach oben. Gehen wir nach... ah, okay, und da hinten sind noch ein paar Planks. Ich gehe jetzt hier einfach straight hoch. Und gehe danach hier straight wieder runter. Und... hol mir auf dem Weg einfach noch ein bisschen Wasser. Weil wenn wir reisen, ist das sicher nicht verkehrt. So, Luft holen. Und runter mit uns. Vielleicht sollten wir uns auch ein paar Fische dann kochen. Aber als erstes will ich hier das Metal haben. Weil Metal habe ich bisher immer gesucht. Immer wenn ich es gebraucht habe, habe ich es gesucht. Daher, wenn ich jetzt schon zufällig drüber stolper, nehme ich es mit. Ich weiß, für das Bötchen brauchen wir es nicht unbedingt. Aber, wie gesagt, wird auf jeden Fall mitgenommen. Ich glaube, es sind eh nur 5 Stück drin, oder? Ja. Haben wir schon mal 10 Metall, das ist nicht verkehrt. Und dann noch ein paar Planks. Und ich glaube, hier lagen welche. Jo, hier liegen noch welche. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, es sind jetzt hauptsächlich Sticks, die hier liegen, aber ist ja egal. Sticks brauchen wir auch. Zwar nicht so viele, aber... es könnte sein, dass ich in der Crafting Box auch noch Planks habe. Würde ich jetzt gar nicht ausschließen wollen. Ich glaube, hier kann ich noch ein bisschen drauf einkloppen. Kann ich? Ja, kann ich. Perfekt. Da kann ich noch schön drauf einschlagen, einprügeln. Na? Ja. Geht voran. Geht voran. Nehmen wir noch ein paar Sticks mit. So. Ich glaube, ich habe Sticks eh nur 10 Stück gebraucht. Und ich bin am Ertrinken. So. So viel Zeit muss sein beim Auftauchen, auch nur hier ein bisschen Wasser mitzunehmen. Ja, wir verlieren jetzt ein bisschen Lebensenergie. Hey, gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. Komm schon, da hättest jetzt schon noch ein Schlückchen reinnehmen können. Also, wirklich, mein Freund. Also, manchmal stellt er sich an. Okay. So. What the fuck? Okay, das hat mich jetzt gerade ganz schön weggeditscht. Das war uncool, mein Freund. Das war sehr, sehr uncool. Macht man nicht. So. Und ich bin oben. Hier müssten nur noch Fische drin sein. Ja, hier wären sogar noch 3 Fische. Perfekt. Und Kohle. Ich habe noch keine Ahnung, für was ich Kohle brauche. Aber das Salzwasser können wir hier schon mal reinstecken. Für später dann. Und jetzt Planks, Sticks. Die Seile brauche ich noch. Komm, her damit. Und rüber damit. Was tue ich? Das brauche ich hier gar nicht. Das brauche ich hier hinten. Schwuppsdiwupps, schwuppsdiwupps und schwuppsdiwupps. Unlock. Perfekt. Okay. Cool, hier habe ich auch so einen Fabricator. Sleep. Ich kann schlafen.
Und steuern. Perfekt. Jetzt würde ich aber persönlich gerne noch... Ah, der hat aus der Plane hier das Segel gemacht, offensichtlich. Cool. Kann man machen. Use. Das war jetzt nicht verkehrt. Was haben wir hier noch drin? Das nehme ich mal raus. Dann habe ich hier noch viele Planks drin. Und weitergehen will ich auf jeden Fall erst bei Tag. So. Jetzt haben wir hier... Split. 7 finde ich gar nicht mal schlecht. Und lassen das mal laufen. Das ist okay. Kann ich mal mit ins Inventory nehmen. Gefällt mir. Was haben wir dann hier? Das ist hier... Ja, eh dann das Essentielle. Ich würde dann gerne meine Base ja hier bauen. Ich finde das hier eigentlich ganz nett. Nein. Das ist noch ein bisschen tricky. Hier gab es eine Laterne. Rope, Stick, Scrap Metal. Was ich da mitmachen kann, das weiß ich noch nicht. Und mit der Kohle, das weiß ich auch noch nicht. Aber könnt mir vorstellen, dass das noch kommt. Ah, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das noch... Das ist noch ein To-Do. Das dauert aber schon gut lang. Dann schlafen wir jetzt mal ganz kurz. Ja. Ah, hier kann ich saven. Das ist cool. Gefällt mir. Das gefällt mir. Geil. Ich kann ja doch speichern. Ich habe es noch nicht gesehen gehabt. Weil ich noch nie geschlafen habe. So ist mein echtes Leben, Leute. Ich schlafe einfach nicht. Ich bin einfach immer wach. Ziemlich ungesund wahrscheinlich. Gut, dann machen wir hier noch ein paar Ropes und dann würde ich sagen... Ist das gut? Bewege ich mich richtig? Ja. Ein bisschen rechts halten vielleicht. Ich komme zurück. Versprochen. Ich sollte was trinken. Ja, passt. Und wir haben uns auch komplett regeneriert. Okay, das ist weiter weg als gedacht. Ich vermute mal, dass wir hier dann irgendwelche Ressourcen noch sammeln können. Vielleicht welche, die es drüben noch gar nicht gibt. Wer weiß. Und dann... Okay, das ist echt weit weg. Holy moly, das ist ganz schön weit weg. Ja gut. Cruisen wir mal weiter. Sagt die Map. Naja, wie die Minimap halt eben auch, dass wir jetzt so an der Kante von dem ersten Sechseck gleich sind. Ist das ein Sechseck? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist ein Sechseck, ja. Okay, ich glaube, die Richtung, die passt an und für sich. Hier sollte man sich vielleicht dann auch wieder so eine Wasserfiltrationsanlage. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwann mal ein Endziel gibt. Man sagt, okay, bis dahin und dann hat man es geschafft und... Keine Ahnung. Aber wir werden auf jeden Fall gleich ein neues Biom sehen. Hoffe ich. Ich hoffe, dass mein Schiff hier nicht weggeht, wenn ich jetzt dann hier tauchen gehe. Das wird ziemlich link. Ey, das hätte ich doch niemals schwimmen können. Never. Okay. Ich würde sagen, das schaut gar nicht mal schlecht aus. Du bleibst jetzt hier, oder? Du haust nicht ab. Ah, gehen wir noch ein bisschen weiter.
Gehen wir noch ein bisschen weiter, Leute. Da schwimmen wir jetzt noch ein bisschen weiter rein, weil... Das muss ich jetzt nicht unbedingt unter Wasser machen, weil mit dem Boot bin ich doch etwas schneller, würde ich fast sagen. Gut, dass der Wind gerade günstig steht. Wäre fatal. Okay. Ja, schaut schon etwas anders aus. Schaut irgendwie vor allem tiefer aus. Hier kriege ich Planks. Planks und Sticks. Mal gleich mal welche holen. Ich denke, wir können uns jetzt dann hier vollladen. Ich glaube, das geht hier tatsächlich. Hier kann man sich jetzt richtig schön vollladen. Neue Ressourcen und sowas. Und dann drüben seine Base voll erweitern. Wenn man das will. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das Spiel irgendwann mal sowas wie ein Endziel kriegen soll. Also im Sinne von entkomme. In den sechs Ecken Cruise bis nach ganz rechts. Irgend sowas. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen. Weil ich mag Survival Games mit einem... Ja, mit einer Story. Und mit einem Endgame. Mag ich. Freies Spiel ist geil. Macht auch Spaß. Klar, auf jeden Fall. Aber ich bevorziehe es, die Option zu haben. Zu sagen, okay, ich hätte jetzt hier gerne einen Story-Mode. Vor allem, den kann man ja in der Regel dann auch so weit auslutschen, wie man will. Schaut euch Subnautica an. Wenn ich dann niemals die Kanone ausschalte, dann kann ich mich da zu Tode spielen. Aber ich habe halt die Möglichkeit, dass ich das Spiel irgendwann mal zu einem Ende bringe. Und das finde ich schon sehr geil. So mag ich das eigentlich. Sag mal, wie viele Planks sind denn da drin, verdammte Axt? Okay, machen wir jetzt erstmal hier 30 Planks. Und dann holen wir noch ein paar Sticks. Okay. Gehen wir erstmal in die Luft. Ich hätte vielleicht ein Medikit auch mitnehmen sollen. Weil bei denen habe ich jetzt noch nicht gesehen, wie man die craftet. Okay, mein Boot ist noch da und das scheint sich auch nicht zu bewegen. Das wäre echt eine linke Aktion. Ah, hier geht es wohl ziemlich böse runter. Gucken wir mal runter. Jetzt haben wir ein bisschen gesammelt. Wie gesagt, schauen wir uns jetzt mal ein bisschen um. Hier nehmen wir auch ein bisschen Salzwasser mit, weil bei uns haben wir ja kein Salzwasser mehr. Okay, geht gar nicht so weit runter. Da jetzt mit mehr gerechnet, ehrlich gesagt. Okay, Sticks habe ich aber jetzt auch schon ordentlich. Hier kann man sich auf jeden Fall wieder ein paar mitnehmen. Das finde ich geil. Dann können wir uns auf jeden Fall wieder ein paar... Na, sagt schon. Ein paar... Plattformen bauen. Aber an und für sich geht es uns gut. Also wir haben das... Dadurch, dass man Wasser herstellen kann und sich Essen herstellen kann, ist das Problem hier eigentlich relativ simpel. Also bisher noch keine große Herausforderung. Wie gesagt, wenn sie jetzt die fiesen Hai einbauen, das haben sie auf jeden Fall versprochen, das kommt demnächst. Die Haie, ich glaube es waren es Hammerhaie. Ich glaube Hammerhaie waren es. Die wollen sie einbauen und die jagen dann einen auch. Also, dann wird das mit Sicherheit interessanter. Und nochmal ein bisschen Wasser. Ich finde, das kann man eigentlich ganz gemütlich beim Auftauchen machen. Ich verliere gerade echt gute Energie. Halbes Leben hat mich der Spaß gerade gekostet. Und unser Inventory ist auch fast voll. Aber macht nichts, denn das Ding hat eine Kiste. Das hatte hier eine Kiste auf jeden Fall. Jo. 50.
50. Die behalte ich mir. Das tue ich hier mal rein. Bei euch weiß ich immer noch nicht, was ich mit euch machen soll, will und überhaupt. Schlafen könnten wir theoretisch auch. Wenn wir uns was zu beißen reinhauen. Eine Sache hat mich jetzt tatsächlich interessiert. Machen wir mal hier so bis Mittag. 3 Stunden. Ob mein Hirn sich dadurch verbessert. Ich glaube tatsächlich, dass es gestiegen ist. Ich glaube, dass mein Hirn tatsächlich ein bisschen regeneriert hat. Aber Schlaf ist ja durchaus wichtig fürs Hirn. Und das hier, glaube ich, war mal ein Segel. Ah, hier gibt es keine Algen. Ist euch das aufgefallen? Keine Algen. Kann ich hier vielleicht die Seile direkt ernten? Nee. Das wäre zu lustig gewesen. Ah, hier gibt es auf jeden Fall wieder so Kisten. Ich würde halt sehr, sehr gerne. Also wirklich gerne. Leveln, aber geht nicht. Und hier habe ich noch kein Scrap Metal gefunden. Aber, also außer jetzt hier in den Kisten, aber ich habe noch, die Fässer habe ich noch nicht gesehen. Aber gut, wir haben uns jetzt hier auch noch nicht so ergiebig umgeguckt. Ich habe keine Ahnung, ob ihr beim Arbeiten mehr Luft verbraucht als beim Schwimmen. Schaut nicht so aus. Komm schon, klopft drauf. Mach weg das Ding. Okay, hier gibt's einige Kisten. Das war irgend so eine Schatzkistengalone. Gibt's hier irgendwas anderes noch? Ich würde das Lenkrad gerne mitnehmen. Nö, kann ich nicht mitnehmen. Ist nicht drin. Geh mal hoch. Lebensenergie regeneriert aber eigentlich recht gut. So. Und wir sind oben. Das regeneriert auf jeden Fall sehr gut. Es wird jetzt wirklich fraglich, ob ich noch so eine Kochdingens und Wasserfiltrationsanlage hier hinstellen kann. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wäre echt interessant. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall ja auch ein bisschen Metal, ein paar Planks. Das geht gut voran, Leute. Ein bisschen Wasser. Wie gesagt, finde ich gut, dass man das unterwegs sammeln kann. Ich meine, beim Auftauchen muss ich jetzt eh nicht wirklich was anderes machen. Und so geht es uns eigentlich ganz gut. So. So gefällt mir das eigentlich. So gefällt mir das. Ja, kann man safen. Geile Sache. So, meine Freunde, damit sind wir aber auch schon wieder am Ende des heutigen Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.